Ja, hallo meine Lieben, hier ist Marion von Marions Kreativland mal wieder. Ja, ich habe nur eigentlich ein Haul. Ich wollte euch die Stifte zeigen, die ich euch gestern vorgestellt habe. Wollte ich euch mal zeigen, wie die so malen. Dann habe ich noch ein ganz klein bisschen bei Woolboard gefunden. Das würde ich euch gerne zeigen. Und außerdem möchte ich euch einmal kurz hier mein neues Bastelprojekt zeigen. Das habe ich hier aus meinem schönen EFKO-Heft zum Schulanfang und ja, das habe ich gebastelt und das würde ich euch ganz gerne mal eben gleich vorstellen. So, erstmal kommen wir zu den Sachen. Jetzt habe ich endlich diese Fläschchen gefunden für die Alkohol. Also wenn man den Alkohol reinmacht, das hatte ich ja nicht, wo ich die Hintergründe gestaltet habe. Und da sagten ja viele beim Teddy und da habe ich gar nichts gefunden. Da habe ich höchstens einmal diese Pipetten gefunden. Hatte ich da nicht mitgenommen, weil es so voll war. Ich glaube, das hatte ich schon erwähnt. Und jetzt habe ich bei der Woolworth mir jetzt direkt zwei Pakete gekauft. Ja, dann habe ich mir noch mal ein neues Cuttermesser geholt. Ich bin ja nicht so zufrieden mit dem vom Action, wo man da die Klinge wechseln kann. Ich wollte mir lieber eins holen, was ich liegen lassen kann und dann ja, hier so ein Schutz drüber ist. Dann gab es diese Washis hier. Die fand ich ganz niedlich mit den Törtchen hier zum Geburtstag. Ja, Farben haben mir gut gefallen. Mehr nicht dann beim Angebot. Hier einmal so Grußkarten Blanko, 10 Stück in Schwarz. Die Kraftpapier war nicht runtergesetzt, aber da hätte ich auch kein Interesse dran gehabt. Das ist aber, glaube ich, ein anderes Maß. Das ist jetzt, glaube ich, nicht 10 mal 15. Ich habe ja hier gerade mal einen Zollstock, weil ich bis gerade noch gebastelt habe. Das ist 12,5 mal ja, 18. 18. Ja, die waren runtergesetzt auf 1 Euro, habe ich mir zwei Pakete mitgenommen. Dachte, für Karten oder Alben kann man das immer gebrauchen. Und dann habe ich diesen tollen Block gefunden. Also die haben ja auch einige Blöcke. Ich kaufe da meistens nur nicht, weil die sind mir echt, finde ich, zu teuer. Aber der hat mir jetzt gut gefallen. 1,99. Dachte jetzt so Pastelltöne, so als Hintergründe. Da ist jetzt nicht so viel, da kann man vorne noch viel machen. Ja, wie gesagt, 1,99, der durfte mit. Ja, jetzt kommen wir erstmal zu meinem niedlichen Turnister hier. Den habe ich gemacht und zwar mit Klettverschluss. Und da drin habe ich jetzt einmal hier diese Radiergummi und ein Pritschstift. Ich hatte ja beim Action damals dieses Set gekauft hier, wo ich noch gesagt habe, kann man bestimmt zum Schulanfang gebrauchen. Ja, sind die Farben jetzt nicht. Ich hätte jetzt einen grünen reinmachen können, aber ich dachte vielleicht für ein Mädchen und Orangen. Also das und es passt noch einiges rein. Also ich habe jetzt einen Turnister gesehen, da passt eine kleine Rittersport rein. Also der ist hier wirklich, wirklich groß. Da passt noch was rein. Und ja, wenn man möchte, ich habe es jetzt mal probiert mit der Kinderschokolade. Die kann man quer machen, aber dann hat man Probleme beim Zuschließen. Also da würde ich eher eine andere Verpackung zu basteln oder eben vielleicht ein bisschen kleinere oder auspacken. Also jetzt finde ich ja immer schön mit den Sprüchen, aber jetzt ganz normale kann man ein bisschen Leckerchen noch hier reinpacken. Ja, da habe ich dann hier gestempelt. Alles Gute, Gratulation zum Schulanfang. Da habe ich dieses tolle Stempelset hier. So, und jetzt kommen wir zu den Stiften. Und da werden wir doch mal schauen, wie die schön malen. Also die habe ich euch ja schon vorgestellt. Also da habe ich ja schon mitgemalt mit denen hier. Mal ganz kurz, ja, da sind jetzt die Farben jetzt nur unterschiedlich, aber habe ich euch ja gezeigt. Da ist so eine ganz dünne Mine, dann ein bisschen dickere und zwei so breite. Die ist in meinem letzten, also vorletzten Haul, habe ich das ja schon vorgestellt. Und jetzt wollte ich gerne, habe ich mich für diese entschieden. Und
für diese Glitterpads. Und dann wollte ich noch mal kurz was erwähnen. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht. Ich wollte das immer mal sagen, immer wenn ich bastel. Und jetzt habe ich wieder gebastelt und dann ist es mir wieder aufgefallen. Es gibt ja diese Kleberollen von Action. Also das ist ja jetzt nicht von Action. Haben sicherlich alle. Ich weiß nicht, ob ihr euch da auch immer Vorrat holt. Ich habe ganz viel Vorrat mir mitgenommen. Und jetzt beim Auspacken, ich weiß nicht, wie lange ich die jetzt schon liegen habe, muss ich sagen, kleben die überhaupt nicht mehr. Ich habe jetzt zwei Pakete ausgepackt. Sie kleben einfach nicht mehr. Könnt mir ja mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr das auch schon festgestellt habt oder ob das bei euch nicht so ist oder ob ihr gar nicht so viel Vorrat kauft, dass ihr das immer direkt verbraucht. Ja, also wie gesagt, ich fand es sehr schade. Es klebte überhaupt nicht mehr. So, nur so viel dazu. Also ich fange mal hier mit diesen Glitterstiften an. Finde ich auch immer toll, wenn das dann alles noch so verklebt ist. Ne? Fürchterlich. Oh, Leute, ich muss eben eine Schere holen. Das ist alles, guck mal. Denken die, man klaut da einen Stift raus oder was? Alter Schwede. Ach nee, so. Dann muss die Schere ran. Ich weiß nur nicht, ob ich mir jetzt das Teil abschneide, wo man das Teil durchschiebt. Ah ja. Okay, dann lieber nicht. Ne? So, die soll man auch schütteln, habe ich gelesen. Dann machen wir das doch mal. Ist ja auch immer so eine Sache mit dem Schütteln. Also ich komme ja immer eher weniger damit klar. Pumpen auch. Ja, pumpen. Eigentlich hasse ich ja diese Stifte. Ne? Ah, da kommt. Es küt. So. Ja, zum Schreiben sind die jetzt wieder nicht so toll. Finde ich wieder viel zu. Ich halte das mal so hoch. Viel zu breit. Kann man jetzt nur ein bisschen mit malen. Ja. Von den Farben jetzt schön. Wie findet ihr denn diese Pumpstifte? Ich habe die schon früher immer nicht so schön gefunden, wenn ich zu Weihnachten diese Gold und Silber hatte. Da hat man auch sich immer einen Wolf gepumpt. Und ja, geschrieben haben sie dann meistens auch nicht so gut. Ja, manche ja teure, aber sonst... Hier ist ja jetzt eine platte Spitze. Bei den zu Weihnachten zum Beispiel, da gibt es ja schmale und breite. Da habe ich immer echt Angst, dass ich mir die Spitze so dolle umknick. Deshalb finde ich das immer mit diesem Aufstützen und drauf. Ja, sind schöne Neonfarben. Ich sehe jetzt nicht so viel Glitter. Vielleicht, wenn sie getrocknet sind, machen wir den gelben auch noch. Ich mache jetzt nicht alle Pakete. Dauert ja schon wegen den Pumpen viel zu lange. Oh, schrecklich. Da kommt's. Ja. Da kommt es. Hier ist sehr hart, muss ich sagen. Der ist gar nicht, der malt gar nicht weich. Kratzig, irgendwie ein bisschen kratzig. Ja, Farben sind natürlich jetzt her wirklich Neon. Ja, gut, wenn man ein bisschen kippt, dann glitzert es schon. Ja, jetzt, ich glaube, das ist dann der Effekt, kommt, wenn es getrocknet ist. Ich mache den grünen nochmal eben hier oben. Also ich muss sagen, die sind echt ein bisschen kratzig. Da scheuert man sich hier so ein bisschen das Papier mit auf. Fand ich jetzt bei dem Pinken nicht. Nee, der ist eigentlich sehr weich und der blaue ist auch sehr weich. Also der gelbe und der grüne, die sind schon sehr
So, lassen wir mal ein bisschen liegen zum Trocknen. Dann können wir ja gleich nochmal gucken, wie die... So, hier soll ja auch so Glitzer sein. Ich bin echt gespannt, ob die wirklich auch so schön glitzern, wie das hier aussieht. Wie gesagt, ich habe ja schon mal solche Stifte gehabt. Da war ich nicht so begeistert von. Also nicht von Action. Da steht du immer weg und nimm mal hier das. Dann kann man damit vielleicht schreiben. Schreiben wir wieder einfach nur ein Hallo. Oh, sehr blass. Wirklich sehr blass. Oh, das ist schon besser. Ich befürchte nur, dass wenn die auch im Moment liegen, also sprich, man schreibt ja jetzt nicht jeden Tag damit, man malt damit ja nicht jeden Tag, und wenn man die dann vielleicht so ein paar Wochen wieder liegen hat, befürchte ich, kann man damit schon wieder nicht mehr schreiben, weil die dann bestimmt irgendwie ausgetrocknet sind. Ja, der schreibt jetzt auch sehr schön, auch sehr weich. Ja, Glitzer, machen wir mal ein bisschen so. Also ich bin nicht davon, wirklich nicht begeistert. Ja, es ist, das sind Tatsachen, nur Teile zum Schreiben, aber ich wollte ja jetzt mal wegen dem Glitzereffekt das sehen. Ja, so, da, der malt der sehr gut. Also die dunklen sind gut, das helle hier eher weniger. Ja, wenig bis gar nicht. Ja, geht. Also wie gesagt, die dunklen finde ich jetzt, ja, die gehen gut. Das geht so einigermaßen. Jetzt gucken wir auch mal. Ja, ja, der Effekt ist ungefähr so, wie das hier oben drauf ist. Jetzt hätte ich natürlich, jetzt mache ich mal hier von meinen schwarzen Teilen was auf. Moment, wo haben wir es hingelegt? Vielleicht sieht das da drauf auch anders aus. Viel schöner. Probiere ich jetzt einfach mal. Da verhunzen wir da direkt mal so ein schwarzes Teil hier. Vielleicht ist das wirklich schöner darauf. Nee, überhaupt nicht auf schwarz. Überhaupt nicht. Kann man vergessen. Nee, nee. Also keine Ahnung, mit was die hier oben auf schwarz das gemacht haben. Ich dachte jetzt, da funktioniert das jetzt besser auf dem schwarzen Hintergrund. Dem ist leider nicht so. Nee. Nee, ihr Lieben, das funktioniert nicht. Gar nichts. Nee, also das war ein Satz mit X. Ja, wenn man so kippt, da kann man das natürlich lesen, aber das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Also da habe ich mir echt vorgestellt, wenn das so gewesen wäre, das wäre richtig, richtig toll gewesen. Aber so, nein. Ja, jetzt schauen wir uns das hier nochmal an. Also es glitzert, aber wie gesagt, ich habe solche Stifte schon mal gehabt und da bin ich auch nicht wirklich von begeistert gewesen. Und ja, sie halten halt nicht so lange. Deshalb bin ich dann immer ein bisschen enttäuscht. Ja, welche mich so ein bisschen, ja, nicht begeistern, auch nicht, wie gesagt, weil hier die zwei Stifte schon so kratzig sind. Und hier, also bei dem Grünen ist ja ganz heftig. Da ist ja fast das ganze Blatt schon kaputt gemacht. Aber glitzern tun sie. Ja. Also die mache ich jetzt dann auch nicht auf. Die werde ich dann auch wieder umtauschen, weil da kann ich wirklich nichts mit anfangen, wenn die so lala nur schreiben. Also das hier finde ich gar nicht, geht gar nicht. Also mir gefallen die beiden wirklich gut. Das ist auch noch tragbar. Ja, und wie hier ist, weiß ich jetzt nicht, deshalb, nee, das lasse ich lieber. Da behalte ich lieber diese Stifte.
Ist ja doch einigermaßen. Da kann man dann wenigstens was mitmalen, wenn man was Glitzerndes haben will. Ja, meine Lieben, das war ein kurzer Test von ein paar Stiften. Ja, die Twin-Marker habe ich jetzt nicht. Da habe ich gedacht, das tut nicht Not, dass ich euch die zeige. Das sind ja wie die dicken Twin-Marker halt in fein. Und die werden wahrscheinlich genau so malen wie die anderen Twin-Marker. Damit bin ich ja zufrieden vom Action. Womit ich immer zufrieden bin, sind wirklich die Stanzen vom Action. Stempel ja aus, also Clear Stamps ja, Gummistempel auch nicht wirklich. Ja, ansonsten, ja, das war's dann. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie euch der Turnister hier gefallen hat. Dann würde ich euch das gerne zeigen per Bastelvideo. Ja, jetzt war ich, also wenn ihr das möchtet, würde ich es sogar mit in Urlaub nehmen, um zu basteln und euch das gerne zeigen. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Eure Marion von Marions Kreativland. Tschüss, ihr Lieben.